müssen wir alles das Kloß weiterbauen. Das dauert eine Weile. Müssen wir erst das Kloß machen und das sind drei Unterwasserhöhlen. Die Frage, oder sagen wir mal so, die Frage ist, was geht schneller? Schneller geht die Leuchtpistole. Dann gehen wir die Leuchtpistole holen. Dann lass das Kloß da stehen und dann machen wir das wirklich, wenn wir mal ein bisschen mehr Zeit haben, wenn das länger dauert. Ja, dann komm ich zurück. Ich habe gerade die ganzen Baumstämme, die hier noch rumlagen, in den Wagen gepackt, dann sind die auch nicht weg. Ich habe ein bisschen Besuch von Gegnern. Da was Großes wieder, ne? Ich glaube, jetzt sind alle tot. Ja. Ja. Wo geht denn eigentlich hier die Seilbahn hin? Auf die andere Seite? Wir könnten doch hier die Seilbahn benutzen, dann haben wir schon mal eine kleine Strecke hier gespart. Wir könnten die hier abhängen. Können wir? Können wir gerne machen, ja? Ich stehe hier gerade an der. Man wartet hier. Entschuldigung. Die Tür. Oh, hier sind Gegner vom Dorf? Ja, die wollen ja direkt weiter durchlaufen. Ich wusste gar nicht, dass man die so weit bauen kann, die Dinger. Ja. Ui! Sieht witzig aus. Wenn die da so angeschossen kommen. Ja. Ja, weil die auch beim Absteigen noch den Speed drauf haben. Ja. Ja. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ich, ne, die genaue Stelle weiß ich nicht. So ungefähr. Ich hätte sich etwas Essen mitnehmen sollen. Ich habe nichts mit Essen mitgenommen. Ich auch nicht, aber wir finden bestimmt zwischendurch noch irgendwas. Ja. So ein paar Gegner oder so. So weit ist es ja nicht. Ich habe ein Viertel Leben noch oder ein Viertel Energie von sich selbst noch. Aber mein Magen ist auch fast voll. Meiner nicht. Hier, pflück doch hier ein paar Blumen und dann isst du die. Oh ja, Blumen aus der Gegend, die esse ich immer gerne. Ja, hier, stehen doch überall diese roten Blumen, die kannst du essen. Ein bisschen. Aber nicht diesen Busch hier essen. Wo ist ein Busch, den man essen kann? Nicht den nicht essen. Den auch nicht. Das sind giftige Beeren. Nur die blauen Beeren. Die weißen, die roten und die schwarzen auf keinen Fall. So, jetzt habe ich eine halbe Energie. Ich renne jetzt einfach mal los und in der Hoffnung, dass ich das finde. Also wenn man eine Fackel anmacht, dann hat man es warm genug. Stimmt, das müsste ich vorher mal noch machen. Ne? Wie baut man die? Einen Stock und ein Seil. Also ein Stoff. Ein Stock und ein Stoff. Und dann anzünden. Ja. Also verbesserter Stock, den kann ich auch anzünden, oder? Verbessert kann er sich gar nicht. Ja? Ja, genau, das ist das. Ja, 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 ja. Ja, dann ist ja das. Hab ich. Ist an. Ist irgendwo da hinten, muss das sein. Da ist nämlich wie so eine kleine, so eine Art Anhöhe, wo man hoch muss. Ich
am besten gleich noch ein paar Stöcker mit, die ich hier finde, damit ich danach nochmal. Der, dieser Stock, der bleibt nachher, der liegt nachher unten neben dem Speer und dann kannst du da einfach wieder was drauf machen. Wo kommt man denn hoch hier? Ich glaube, ich bin hier auf der falschen Seite. Von da. Und in dem Berg, da findet dann das Ending statt. Mhm. Bei diesem See liegt doch irgendwo... Das ist nur die Frage, wo dieses doofe Cockpit ist, wie das befindet. Ich sehe auch deinen Namen gar nicht mehr. Ja, das ist da. wegen dem Schnee. Nee, du bist einfach nur woanders hingerannt jetzt. Ja, hier an diesen Felsdingern da, wo man noch hoch kann, da am Rand liegt das irgendwo. Ich weiß noch nicht mehr genau wo. Okay. Muss weiter nach rechts auf jeden Fall sein. So. Hier ist nämlich diese komische warme Quelle, die da mittendrin ist, und das ist liegt rechts davon, das weiß ich. Vor allem auch geil, die Bambis rennen hier einfach weiter fröhlich rum, denen macht das nichts. Ja. Die Feinde aber auch. Ich hätte nicht gedacht, dass die hier noch rumrennen in der Kälte. Die hier alle mit normalen Schuhen aus dem Schnee hier extra Schneeschuhe gemacht haben. Du hast Schneeschuhe? Ja. Ja, wir sind die ganz harten, wir rennen barfuß quasi durch den Schnee. Ja. Mit Adiletten und Tennissocken. Für die Weißen. Das ist hier oben, gleich hier oben kommen. Da ist es doch. Da ist es. Hm? Jawohl. Ist auch sehr realistisch, dass das hier liegt und das andere irgendwo da auf der anderen Seite. Mhm. Ja gut, die Frage ist, wie weit ist das noch reingeflogen, ne? Bei der Geschwindigkeit, wenn das Cockpit abbricht, früh abbricht und runterfällt und weil das Flugzeug dann noch weiter fliegt, so quasi, im Flugzeichen. Ob der eine Pilot ist durch die Scheibe geflogen, gut. Liegt auch noch ein Sammelgegenstand in der Seite. Also alle die Piloten die Form an. Ja, dann können wir wieder weg hier, ne? Ab ins Warme, wa? Können wir? Jo. Gucken wir auf die Uhr. Das haben wir noch. Ja, gut, die Frage ist, wie lange dauert das, Da kommen ein paar Gegner, oder da rennt gerade einer. Ja, ansonsten können wir doch erstmal jetzt das Floß fertig machen. Dann können wir dann in der nächsten Runde sofort loslegen.
Hm. Ah, toll. Können wir machen. Er kauert denn hier durch die Gegend? Der Pilot. Ich glaube, wir sind alles Piloten jetzt. Hm. Treffer. Und die hier frisst ja die Leuchtfackeln, ne? Ja. Und da passt eine Menge rein. Diese Blödschweine. Echt? Ja. Mhm. Wo? Eigentlich schon erlegt. Hier ist noch Fleisch, falls jemand das eigentlich... Ah, hier. Bin ich blind? Ja. Hier mal einen Kopf mit, ne, für uns. Eins habe ich auch erledigt. Bringen die gar kein Fleisch? Doch. Hm, doch. Wenn man die, aber eigentlich müsste man doch Fleisch mitkriegen, wenn man die abzieht, oder nicht? Da, die musst du danach nochmal abziehen, so. Das Fleisch sozusagen. Ja. Dann hat das wahrscheinlich schon einer von euch gemacht. Das ist eine Schwertasche gebaut. Was sind das hier für Bauten? Hm? Das sind auch Hütten von denen, glaube ich, ne? Ach, ihr seid da oben noch. Ich war schon wieder unterwegs zurück. Ja, hier liegen noch ein paar Koffer rum. Auch interessante Hütten hier. Wie soll man hier drin wohnen? Pass auf, also noch zwei, Yvonne. Und hier im Wasser sind mal genießbare Pilze. Wollten wir nicht zu dem Floß? Ja. Hier ist ein Krokodil. Ja. Super. Ja. Wo rennt ihr zwei denn hin? Ich hier oben. Wo seid ihr denn dann? Er hängt noch da hinten irgendwo. Ich bin nur weitergerannt. Zu Hause.
Hä? Ja. Ja, wir sind von der, kommen von der anderen Seite. Toll, ich hab meine Trophäe verloren. Hm? Ich hab meine Trophäe verloren. Hm. Hat sie das Ding schon fertig gebaut oder was? Der Trifflos? Nee, noch am Weg dahin. War ja keiner bis jetzt dran, Cliff. Hm. Ich habe erstmal meine Leuchtpistole mit den Leuchtfackeln bestückt, dass ich wieder welche aufnehmen kann. Wir könnten auch schnell hier am Zeltplatz schlafen. Hier, hier ist Übernachtungsmöglichkeit. Mir ist egal. Kann man machen. Es wird ja gerade wieder dunkel. Mhm. Aber jetzt haben wir nichts zu essen dabei, ne? Danach müssen wir wieder was essen, ne? Ja, es ist so. Baut ein Feuer, ich habe rohes Fleisch mit dabei, zwei Stück. Na dann. Okay, warte, bin dabei. Ich rette nur kurz das Spiel noch eben. Drei Stecker müssten wir hier noch gut jetzt. Ich habe mal gestartet. Das war quasi. So, ich habe jetzt hier gleich angefangen. Jetzt nicht einfach rückwärts laufen, Kev, sonst stehst du im Feuer. Warum macht man sowas? Ach, ich habe auch ein bisschen Fleisch dabei. Sehr gut. Brauchen Sie vier Stück. Sehr geil. Da, dann nehmen wir jeder eins. Drin. So. Doch, zwei Stück sind noch drin. Jetzt noch einer. Sehr gut. So, ab zum Fluss. Yeah. Ja, das ist doof, dass man die nicht rausnehmen kann, ne? Also mitnehmen, ja. Ja, ja, ich esse jetzt nur eins, jetzt bin ich rappelvoll. Hm. Verstehe ich aber auch nicht, warum man das nicht einfach irgendwie einstecken kann. Weißt du, eine riesen Kettensäge in den Rucksack packen können, aber kannst kein Fleisch mit dem Feuer nehmen. Ja, plus die Tauchausrüstung, ne? Die vier Flaschen und so. Aber da passt auch kein Stück Fleisch mehr rein, das stimmt wohl. Ach, da kommt ein Gegner, kommt auf uns zu. Ja, ich sehe schon. Zwei. Oh, das sind ein paar mehr. Das sind drei. Ne, vier, fünf oder so. Vier sind, ja, vier stimmt. Na los, komm. Komm. Gerade jetzt muss er entfernt werden. Und ich schieb hier eine hier in den Luft. Einer weniger. Die schweben hier in der Luft. Also einer ist tot. Schweben die bei euch auch in der Luft? Nee. Auf Steinen standen die oder so. Ja, aber bei mir war kein Stein zu sehen.
Da ist noch einer am Suchen. Jetzt hängt mein Spiel schon wieder her. Hinüber. Der auch? Der auch. Jetzt machen wir den Floss Dance. Fürs Floss. Denn da? Wie viel fehlt denn noch? Niemand. Ungefähr 20 oder so. Ich glaube 94 war das Dach von unserem Haus. Ah, nicht so schlecht. Ich mach mal ein Rauchzeichen. Ja, die Schatzdinger sind heiß. 23. Da, Leuchtfackel weg. Wobei da hinten eigentlich noch genug Bäume liegen müssten. Ja, ich habe schon, hatte ich eben schon auf den Wagen hier geladen. Die sind schon verbaut. Ich habe ja da keine Dings mehr, keine. Ja, für die paar, das ist ja nicht mehr viel, das sind ja noch zwei Wagen voll. Achtung, Baum fällt! Ebenfalls, aber geht weg. Okay. Stylischer Abgang vom Baum. Oh. Yep. Würde mal sagen, der ist voll, der Wagen. Achso. Falsche Taste gedrückt. Da ist wieder was ganz Großes. Blaues. Ja, aber wir haben doch jetzt die Leuchtpistolen. Ich hab nur losgelassen und das Ding ab. Kannst du die damit abwehren oder was mit den Leuchtpistolen? Natürlich kannst du auch drauf schießen, da brennen die. Gut, gut zu wissen. Zwei Stück fehlen noch. Da, hier oben liegen sie. Jawohl, getroffen. Ach. Ganz sogar mit L2 jetzt über Kim und Korn zielen. Hä? Wieso spielt jetzt schon immer noch zwei? Da stand da gerade auch schon 55 von 57. Das ist ja ein Witz. Entschuldigung. Mal wieder. Ey, das ist eigentlich mein Job, ja. Hab jetzt die Zwölle zum Bogen drin.
Jawohl, dicke Dicken ist. Toll. Hui. Die vertragen viel, die armen Sies, Alter. Jawohl. Nächste Treffer. Ja, mich auch. Das ist tot. Ja, Entschuldigung, du standst im Weg. Ich habe eine etwas größere Streuung. Das will keiner wissen. Oh, alle, alles das meine ich nicht. So. Dann könnten wir jetzt los, ne? Ich würde. So, die Jungs rudern und wir sagen, wo es lang geht. Vergiss es. Beweis der Welt, dass ihr das mit dem Autofahren oder Flussfahren auf die Reihe kriegt. Genau. Abflug.